Heute haben wir ein Geschenkideen-Video für euch. Und zwar geht es jetzt speziell um Geschenkideen aus der Drogerie, weil wir haben uns gedacht, sowas kann man ja auch last-minute-mäßig noch einkaufen. Oder falls ihr gar keine Idee habt und günstig was kaufen wollt, ist es ja auch immer super, in der Drogerie nochmal vorbeizuschauen. Und dann fangen wir jetzt direkt mal mit der ersten Idee an. Ja, ich habe hier schon was bereitgelegt. Und zwar habe ich Badesachen mir ausgesucht. Sowas ist immer ganz schön zu verschenken. An die Mutter zum Beispiel. Oh ja. Oder an dich, weil du bist ja die Badekönigin. Genau. Oder an jeden, der sonst gerne badet. Mhm. Da habe ich mir von Dresdner Essenz zwei Badeöle, sind es glaube ich, ausgesucht. Das ist einfach eine Flüssigkeit. Die gibt man dann in den kleinen Deckel und dann in die Badewanne. Da gibt es Schokolade und Granatapfel. Manchmal gibt es auch Kokosnuss. Müsst ihr mal gucken, was das gerade in eurem DM ist. Ja, ja. Und wenn ihr die denn doch nicht verschenken wollt, könnt ihr die auch gerne für euch selber behalten. Muss ich ja auch mal was gönnen. Genau, genau. So sieht's aus. Und was man damit auch gut machen kann, also wenn ihr zum Beispiel was jetzt speziell für eure Mutter oder so holen wollt, dann holt ihr einfach so einen Badezusatz und noch was Kleines dazu und macht so ein Wellnesspaket. Ja, das finde ich auch. Das kommt auch immer gut an. Genau, da freut sich eigentlich jeder drüber, gerade jetzt so im Winter oder so. Was man zu Weihnachten ja auch oft verschenkt, sind Parfüms. Und ich habe jetzt hier eins, das ist von der Marke Larif. Und zwar heißt das Cash und das ist ein Dupe zu Lady Million von Paco Rabanne. Das haben wir beide, weil wir das beide so gerne mögen. Und ich habe auch das Original und ich kann wirklich sagen, es riecht haargenau gleich. Also vielleicht ein klitzekleiner Unterschied oder so. Auf jeden Fall, diese Marke Larif gibt es bei Rossmann und DM zu kaufen und die machen halt generell Dupes. Und wir haben uns jetzt gedacht, als Geschenkidee, wenn ihr für eure Freundin nicht so viel ausgeben wollt, ich meine 50 Euro für ein Parfüm zu Weihnachten, das ist schon, sehr viel, gerade wenn man noch an 10 andere Leute was verschenken soll. Und ja, bei DM und Rossmann gibt es ja super viele Parfüms. Also auch andere Marken, da könnt ihr auf jeden Fall dann nochmal spontan vorbeischauen. Falls eure Freundin sowas mag, könnt ihr da ja einfach ein Parfüm dann noch dazu kaufen. Und auch zum Beispiel für Männer finde ich es immer schwierig, was zu schenken. Und wenn man zum Beispiel dem Papa was schenken muss, dann kann man auch vielleicht so ein Männerparfüm finden. Und die hierzu wollte ich noch schon mal anmerken, kommt auch nochmal ein Dupe-Video von mir. Das wird dann wahrscheinlich so im Januar oder so kommen. Also da stelle ich euch die Düfte auch nochmal vor und wie ich die alle so finde. Super, ja. Ich freue mich schon. Gut, dann mache ich weiter mit einer Geschenkbox. Es gibt ja in DM, wenn man reinkommt, immer diese großen Aufsteller, wo ganz viele verschiedene Geschenkboxen sind. Und ich habe mir, wie sollte es anders sein, eine Badegeschenkbox ausgesucht. Diese hier kommt von Dreckspatz. Das ist Naturkosmetik und da sind ganz viele verschiedene Badesachen drin. Aber ich wollte es euch mal einfach generell zeigen, weil es ja auch solche Wellnessboxen gibt. Zum Beispiel von Kneipp mit verschiedenen Ölen. Oder es gibt Parfümboxen, eigentlich alles Mögliche. Genau. Oder so Badebomben jetzt auch. Das wäre auch super toll zum Verschenken. Ja, und da muss man einfach mal gucken. So süß, ich liebe die Marke so. Schaut einfach mal, das braucht man auch gar nicht mehr groß dann selbst einpacken, einfach Geschenkpapier drumherum. Ja, stimmt, fertig genau, ist es schon. Ja, ist eigentlich schon so perfekt zum Verschenken. Ja. Dann geht es auch schon weiter mit einer Lidschattenpalette. Die ist jetzt von Essence und zwar ist das die All About Bronze. Ich kann die auch nochmal aufmachen. Das ist eigentlich auch immer eine gute Idee, gerade zum Beispiel auch für eine Freundin. Wenn ihr nicht genau wisst, was sie für Farben mag, dann hat man da gleich eine große Auswahl. Das ist auch ein gutes Starter-Set zum Beispiel für eine kleinere Schwester oder so. Die sind auch super günstig. Und ja, so Sets mit verschiedenen Eyeshadows, das passt glaube ich auch immer ganz gut zu Weihnachten. Ja, dann habe ich auch noch was, was dazu passen würde. Und zwar drei verschiedene Essie-Nagellacke. Genau, es gibt immer diese Sets, wo drei sowieso in einem Paket sind. Die kann man dann, glaube ich, günstiger kaufen, als sie eigentlich wären. Ja, das ist ja auch dann perfekt. Und ich finde, dann passen die Farben immer zusammen. Das hier ist jetzt leider nicht so ein Set. Das sind welche, die ich einzeln gekauft habe. Aber halt mal Ausschau, auch allgemein die anderen Make-up-Sachen, die bringen öfter mal gerade gegen Weihnachten diese Sets raus. Das finde ich immer schön, wenn man gleich mehrere so hat. So ein Set ist sowieso immer ganz schön zum Verschenken. Natürlich hat man gleich so ein kleines Paket. Genau. Und dann habe ich jetzt zum Schluss noch einen Lippenstift. Das finde ich auch immer, würde auch gut für so ein Paket passen. Das ist jetzt aus dieser Nude-Reihe, die 05 Cool Nude. Ich kann euch den mal zeigen. Ich finde den super toll, weil das ist für mich so ein Dupe zu diesem Kärntner Straße. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Beide so geliebt haben und dann gab es ihn nicht und mehr. Und dann gab es ihn nicht mehr. Ich weiß noch, du hattest ihn die irgendwann geholt und ich fand die Farbe so toll. Und das ist jetzt wirklich ein Dupe dazu. Also der sieht wirklich fast genauso aus. Und so einen nudefarbenen Lippenstift mag, glaube ich, auch jeder. Also da kann man nicht so viel falsch machen. Gerade bei dieser Farbe, das steht, glaube ich, jedem. Und die sind auch super günstig. Also wenn ihr eine Freundin habt, die so an Make-up interessiert ist, dann sind Lippenstifte auch immer sehr gut dafür. Ja. Und ich habe auch noch mal einen, den habe ich letztes Jahr zu Weihnachten von meiner Schwester geschenkt gekriegt. Passt ja. Das ist von Catrice einer, der nennt sich Berry Bradshaw. Das ist so ein richtiger Himbeerton. Den kann man ganz gut im Winter oder im Herbst tragen. Und den
Wollte ich euch auch empfehlen. Vor allen Dingen sind die auch immer super weich und die riechen gut, die von Catrice mag ich sehr. Ja, ich mag die auch gerne. Zum Schluss haben wir dann jetzt noch einen Tipp, falls ihr gar nicht wisst, was ihr eurer Freundin schenken sollt oder was sie an Farben mag oder überhaupt, dann könnt ihr auch einfach einen Gutschein dort holen. Du meintest ja gerade schon, es gibt ja auch Ikea-Gutscheine und ja, sowas. Ja, Ikea und Amazon oder iTunes-Gutscheine, da hängen immer an den Wänden so Pappschilder drauf mit so Karten. Da haben die jetzt auch richtig tolle Weihnachtsdesigns, so diese Gutscheine. Und sowas ist immer praktisch, weil dann kann die Person selber hingehen und sich was kaufen. Und ich würde mich auf jeden Fall über einen DM oder Ikea-Gutschein freuen. Ja, man sagt ja immer so, man verschenkt selber nicht so gerne einen Gutschein, aber man kriegt gerne einen Gutschein. Also ich liebe Gutscheine. Ich auch, auf jeden Fall. Und das wäre wirklich last minute, falls ihr gar nicht wisst, was ihr kaufen sollt. Da könnt ihr eigentlich gar nichts falsch machen und es ist besser, als Geld zu schenken. Genau, finde ich auch. Ja, das war's schon mit unseren Ideen. Vielleicht konnten wir euch ja jetzt irgendwie kurz vor Schluss noch helfen, dass ihr eine kleine Inspiration bekommen habt. Sonst wünschen wir euch nochmal frohe Weihnachten und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.